Für die tägliche Mission müssen wir mit dieser super Dingens hier müssen wir Sachen kaputt hauen. Mit diesen Orbital Strike, diesen sehr langen, ja. Hab ich gedacht. 380? Ja, ja. Okay. Ich weiß gar nicht, ob ich das Ding habe. Ja, würde ich mir vielleicht mal. Oh Gott, welcher war noch mal der Raketenwerfer? Ich glaube, ich hab das Ding gar nicht, scheiße. Dann würde ich doch mal holen, ne? Hast du auch genug Geld? Da hat jemand, ne? Ja. Warte, hol ich jetzt genau in den Insekten spielen. Einmal das. Also 50 Gegner. Ich habe ehrlich gesagt gedacht, wir kriegen das wieder hier automatisch, ja, weil wegen täglicher Quest. Ne? Normalerweise geben die uns ja dann ja auch die Sachen dafür, ne? Ja, eigentlich schon. Der ist eigentlich einer der stärksten, ganz ehrlich. Der Schlag, der kann sehr viel, aber der. Ich weiß nicht. Für mich ist der zu random, wenn der Sachen treffen soll. Auf den höheren Schwierigkeitsgraden ist der besser, weil da sehr viele Gegner sind. Dann triffst du immer irgendwas. Der ist dann im Prinzip wie der dritte Weltkrieg. Da geht er runter. Da triffst du immer irgendwas. Der klingt auch geil. Der klingt viel geiler als die 500 Kilo Bombe. Ja, der Sound-Effekt ist ziemlich krass hier. Ja. Da. Ich bin jetzt schon von Gegner überrannt. So. Nee, wir kriegen das nicht automatisch anscheinend. Warum habe ich eigentlich den Raketenwerfer mitgenommen? Ich glaube, der ist nicht so gut für Insekten. Egal. Halt, Stürmer kommen. Oh Gott, ich höre schon mal. Wo ist das? So, Eier kaputt machen. Markiere Karte. Nördlich. 300 Meter. Ja, da sind noch welche. Ich darf doch was gerade rufen. Ein Stück. Ne, der hat gerufen. Ah. Er wird geschützt. So. Pass auf, mein Geschütz steht da. Ich sehe es. Ja, solange nichts von links kommt hier. Oh Gott, ich sag ja. Oh Gott. Weg von meinem Geschütz. Ah. Süße Freiheit, mein Mann. Oh, das ist jetzt auch noch jetzt eine andere Animation, wenn da steht Backdurchbruch. Oder nicht? Fühlt sich gut. Hinter uns kommen auch welche. Ja, okay. Eine Probe. Ich brauche normale Proben. Was mit den Proben haben sie auch geändert? Du kennst ja diese lilanen Proben, die wir noch nicht haben. Ne? Ja. Die kriegt man eigentlich erst ab den 7. Schwierigkeitsgrad. Ja, da war mir schon klar. Ne, das haben sie reduziert auf den 6. Das haben sie reduziert, dass du die jetzt auf den 6. auffinden kannst. So, ist ein Stürmer. Raketenwerfer raus. So, dreh dich mal um, Kollege. Ja, du bist so nah dran, deswegen traue ich mich nicht. Hast ihn getroffen, aber ja. Er lebt noch. Also, ich weiß nicht, ob ich das Ding genau getroffen habe. Ich gebe ihm den Rest. Ja, ich war doch gerade überrannt. Ich komm, okay. Ich komm. Wo bist du? Warum bist du mir nicht angezeigt? Da bist du. Ich bin ja. So, komm mal zu mir, ja. Kannst du mich irgendwie nachladen hier? Dafür brauchte ich den Rucksack oder so. Ja. Das ist dann so, ich könnte den Rucksack dann tragen und dann müsste ich dich nachladen. So läuft das da. Ja, Rucksack auf dem Rücken. Okay. Okay. Ja, ich dachte, weil ich habe gesehen, irgendwie, es gibt eine Trophäe dafür. Ja. Ah, warte, ich kann das von hier kaputt machen. Das Ding einfach runter. Das ist ein,
ist kein Stürmer, aber das ist ein großer, der ist da hinter der Wand, der. Ah, Gott. Aber ich dachte, er wäre tot. Dann steh auf. So. So, wo seid ihr da? Ich habe mal gesehen, hier der Rover, der muss auch nachgeladen werden. Also ich habe bei einigen Spielern gesehen, wie der sich auf den Rücken packt und dann sich auflädt. Okay. Habe ich gesehen, aber ist bei mir noch nie passiert. Das finde ich komisch. Das ist, wenn der überhitzt, aber bei mir ist der, glaube ich, noch nie überhitzt. Der. So, ich würde mal gerne so ein 500, ne, nicht so ein 500, diesen 380er da reinpacken. Ja, kannst du mir gerne machen. Hm. Ich muss ja Gegner erledigen, ne? Boah, Vorsicht, da, ich will nicht schaffen. Nein. Na, kommen Sie. Wir benötigen ein Geschütz. Vielleicht Munition. Ah. Der ist mal mein Geschütz gerannt, der Sack. Ich glaube, ich habe eine kleine. Ja. Ich mache ihn fertig. Ja. Ich kann den mit zwei Schlägen erledigen. Der ist immer noch aus irgendeinem Grund. Das geht drauf, Alter. Ich habe keine Nerven so weit. Für mich sind die immer noch ein Problem. Du hast auch deine Raketenwerfer. Oh, hast ja gesehen, was der gemacht hat. Du weißt, dass du nicht mehr das Streuding hast, ne? Also. Ich das ist letztes Mal die Streubombe. Ja, ja. Das ist ja jetzt was anderes, was du hast. Orbitalfeuer. Oh, ich will mal treffen. Okay, dann mal weg. Ich habe auf den seinen Hintern gezielt, aber haben wir ja gesehen. One-Shotten ist schwer, halt, ne? Okay. Ich kann die auch nicht one-shotten, wirklich. Oh, da kommt er. Stehen. So, ich habe nicht ein paar Eier getroffen. Also fertig. So, oh, ich habe 13 Eier getroffen damit. Na gut. So, ich muss doch mal bei Gegnern einsetzen. So, bis jetzt noch keine Probleme. Bis jetzt. Ja. Oh, sehr gut. Da war irgendwie ein Ei mehr, okay. Vielleicht habe ich alle Gegner mit dem Orbital Strike getroffen. Deswegen sind da keine. Positioniere Pin östlich, weit weg. Ja. Au, au. Zwei Nester hier. Ja. Hey, ich hole meine Pistole. Ich gehe auf das linke. Ich gehe auf das rechte. Okay. Natürlich kommen sie da raus. Aber. Lade nach. Ah. Muss natürlich einmal daneben schießen. Wo kommt da? Ja, die haben wieder die
wieder zurückgeschraubt. Die Anzahl der Patrouillen haben sie wieder zurückgeschraubt. Ja. So gut. Guck mal, ein bisschen geworden. Das Spiel wurde ein bisschen, selbst für die Hardcore-Gamer wurde das Spiel ein bisschen zu schwer. Also die hatten all unsere Waffen genervt und die Gegner haben sie noch stärker gemacht. Das war ein bisschen zu viel. Okay, hier ist aber falsch. Ha. Lasset uns den Noobs da draußen danken. Dafür hat die so schlecht. Ja, die Alte haben es geschafft, aber es war ein bisschen zu hardcore. Ja. Ich habe wortwörtlich hier so eine halbe Stunde. Von einer halben Stunde habe ich irgendwie einen Trailer gesehen von Starship Troopers. Da gab es jetzt auch ein neues Spiel von. Das ist nicht neu, das Spiel. Das gibt es schon eine Weile. Ja. Ja, ich weiß, was du meinst. Aber das ist nicht so erfolgreich wie Helldivers. Naja. Weil aber lustig ist, der Original. Was ironisch ist. Der in den Filmen mitgespielt hat von Starship Troopers, hat auch. Da gibt es ein Video, wie die Helldivers spielen. So. Starship Troopers ist auch so ein, weiß ich nicht, gefällter Film. Als der rauskam, mochten die Leute den nicht. Und jetzt ist der irgendwie ein Klassiker. Ich habe nur Szenen davon. Ich kenne nur die Szenen, wo die alle von Insekten abgenetzelt werden. Ja. Das ist so ein Film, weiß ich nicht. Da ist es schwer festzustellen, meinen die das ernst oder soll das witzig sein? Weil nicht. Weil die solche over-the-top-Sprüche haben, weil bleib mal da weg. Ich will mal meinen 380er da reinpacken. Okay. Ich treffe mich da was. Oh Gott. Und rein da. Ah. Wir überlegen jetzt einfach hier. Ja. Dabei. Warte, ich habe irgendwie 16 Leute auf einmal getroffen. In dem ersten Mal. Oder war das ich? Hier ist ein Stürmer bei dir. Ah. Ich glaube, ich bin tot. Oh, ich sitze sogar noch. Ich muss hier weg. Hinter dir, Daniel. Alles okay? Ja. Noch. Einen von denen habe ich angeschossen. Alles klar. Einen habe ich erledigt. Zwei sind noch hinter mir. Oh Gott, der ist da auch mit raufgekommen. Da habe ich nicht erwartet. Alles klar. Ja. Also kannst du mal nicht leider überleben. Okay, da kommt der zweite. Alles klar. Egal, ich hab doch mit einem Raketenwerfer auf den geschossen, aber der eine ist tot. Ja, alle drei sind tot. Okay. Das ist doch mal gut. Wir benötigen ein Geschütz. Lade nach. Ich weiß gar nicht, wo ich da drauf schießen muss hier mit meinen Raketenwerfer. Reicht das schon, wenn ich den ins Gesicht schieße damit? Eigentlich schon, wenn du den Kopf richtig triffst, dann ist der mit einem Schuss weg. Scheiße, ich habe keine Granaten mehr. Hier ist noch ein Nest. Warte, ich glaube, kannst auch mal Nachschub spawnen. Wir gehen auch die Munition aus. Ich bin wieder neben geworfen, wie auch immer ich das wieder geschafft habe. Sehr gut. Lade neu. Dass wir die Situation so gemeistert haben, das ist ein. Ja. Vielleicht sind die echt schwächer geworden. Es sind nicht mehr so viele. Ausrüstungspaket. Ist ja nicht so, dass die jetzt weniger Schaden machen oder so sind, aber es sind nicht mehr solche Horden. Jedenfalls nicht auf dem Schwierigkeitsgrad. Das ist vielleicht nicht so gut, das Leben im Nest zu machen, weil sie nicht. Okay. So, ich. Ja, immer. Da müssen ja immer Leute irgendwie auftauchen gerade. Ich will immer mit meiner Pistole drauf schießen, dann kommen da genau Leute irgendwie raus. Ja, ich weiß. Ach, da war eigentlich. Mein Gott, wir räumen ja gerade voll ab in dem Level. Wird ja noch irgendwie blaue Sachen, die man machen kann? Nö. Nur die Funkübertragung. Dahin sehe ich was
Goldene ist, also sehe ich zwei goldene. Bin direkt hinter dir. Wir sowieso Proben sammeln hier. Irgendwie finde ich halt wichtiger. Wir sind eigentlich hier, wie heißen diese Marken für die Kriegsanleihe? Da sind die Waffen, die ich haben will, aber das dauert ewig und Jahre, bis ich die irgendwie freischalte. Ja, ich spare gerade für das nächste Schrotgewehr hier. Aber das neue Warbond, die neue Kriegsanleihe, die hole ich mir nicht. Da sind nicht wirklich Sachen, die mich interessieren. Da ist etwas. Der ist jetzt hier Viper-Kommando fährt rausgekommen. Überquells. Der Vietnam-Ding ist jetzt rausgekommen. Ja. Weil da sind nicht wirklich Waffen, die mich interessieren, also. Ja, ich tue meine ganz normale gerade hochleveln hier. So also die Standard. Ja. Ich habe gerade noch was Goldenes gesehen. Da, in der Richtung. Ja, da müssen wir doch. Ja, wir müssen noch. Ja, da hinten blinkt auch noch was Goldenes. Da blinken noch zwei goldene Sachen in der Richtung. Ja, ja. So, hier sollen Eier sein. Oh, Leute. Ja, ja, wir bauen Eier. Ziel nah eurer Position. Gib keine Feuer ohne Eier. Aua, aua. Ja, da sind sie alle. Stürmer, er bin mir gestürmt. Komm her, Stück. Ne? Okay. Ich hab ihn getroffen gerade. Ob er was gemacht hat, weiß ich nicht. Der war noch am Leben danach. Weißt du was? Geh mal ganz weit weg. Obwohl ich tue da hinten. 380er. Los. Ah. Ja, jetzt ist ein Schlimmer bei mir. Au. Au, da, 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 da. Oh nein, was meinst du? Nee, der Schirm hat mich gekillt. Verstärkung! Er hat mich gepuncht. Oh Gott, hier sind viele Gegner. Nein, falsche Waffe. Ich weiß nicht, ob das was bringt, mit dem Raketenwerfer gegen die zu schießen. Au! Ich habe den sein Bein kaputt. Ich habe den sein Bein kaputt gemacht. Super. Nee, einer ist tot. Einer habe ich. Ich habe den sein Bein angeschossen und ich habe den Dart einfach kaputt gehauen. Nein, das ist noch einer, glaube ich, ne? Ich weiß nicht, ob wir jetzt zwei wieder gesehen haben oder ob der eine und derselbe war. Ich mal drauf geschossen. Dir, ah, danke. Der Robert hat mich beschützt. So. Warum lebt der immer noch? Okay. Sieh auf das Bein. Das Bein ist kaputt. Okay, ich mach wenigstens den seine Beine immer damit kaputt. Wo ich eigentlich auf das Ding ziehe. So, haben wir die Kontrolle jetzt wieder? Sehr gut. Ja, wir müssen noch die Eier jetzt. Ja, ja. Hattest du deinen 380er gemacht? Ja, ja. Hatte ich irgendwelche Proben? Ich glaube nicht, ne? Nee. Ich hab noch heute noch gar nicht aufgehoben, ne? Hab eine Probe. Hier hast du alle aufgehoben. Deine Sachen sind. Ja, ich habe meine Karte schon wieder neu gespawnt. Alter, ich komme mit der Karte gar nicht klar. Nee, du hast keine Proben anscheinend. Okay. Gehen wir wieder rein? Naja, ja. Also ich merke schon den Unterschied, ganz ehrlich. Normalerweise werden wir schon längst überrannt worden. Ja, man weiß es nicht. Manchmal haben wir gute Runden, manchmal haben wir schreckliche Runden. Das stimmt auch wieder, ja. Das stimmt auch wieder.
Mal gucken, wie die nächste Mission abläuft. Das stimmt. Den Säure-Titan haben wir auch voll erledigt und dann haben wir alles mit allen anderen Problemen gehabt. Ja, ein Säure-Titan ist nicht wirklich ein Problem, ganz ehrlich. Nein. Okay, hier sind sie alle. Ja, bin der tot. Ja. Da sind die Eier. Und da ist noch ein Nest, das mache ich mal eben. Wie wär's mit einem Ach komm. Boom und boom und boom. Keine Kinder für euch. Da war ja irgendwie ein letzter Generalbefehl, der hat uns vor die Wahl gestellt, ob wir ein neues Strategem, neue Taktikausrüstung kriegen oder ob wir Kinder aus dem Krankenhaus retten. Ich habe ja schon fehlgeschlagen, ne? Ja. Ja, weil ich merkwürdig fand, wir haben uns nämlich die Hellseher haben sich überraschenderweise für die Kinder entschieden, auch wieder zu verstärken. Und was Arrowhead dann gemacht hat, die Menge der Kinder, die gerettet wurden, die haben die als Dollar gespendet für ein echtes Kinderkrankenhaus. Ah, sehr gut. So die 4.100 Dollar oder so haben die gespendet, ey. Ja, gut. Deshalb bin ich ein bisschen verwirrt, dass wir die Order gefehlt haben. Kinder sind unsere Freiheit, unsere Zukunft. Ja. Und jetzt können wir uns noch. Jetzt habe ich nachgeladen, Scheiße. So, wir haben noch 20 Minuten. Können wir mal da reingehen? Südlich, 300 Meter. Ja, da sind noch Nester und alles. Was kann schon Schlimmes passieren? Im schlimmsten Fall werden wir überrannt. Schlimmste, was passieren könnte, ist, dass wir alle sterben. Wir brauchen Vorräte. Ausrüstungspaket trifft ein. Jo. Mein Gott, dauert das lange. Ist das Ding kommt? Ja, ja. Ja. Ich bin aufgefallen. Das stimmt. Nur 10 Sekunden oder so. Mein Geschütz ist irgendwie in 1-2 Sekunden da. Ja, das geht schneller, ne? Ja, ich habe ja auch diesen. Ich habe auch diesen passiven hier Buff, den ich hier freigeschaltet habe. Ja, den habe ich auch. So, 5 von 25, entschuldige, was? Gibt auch einen Erfolg, wenn du 15 normale Proben. Ja, ja. Habe ich gesehen. Müssen wir in so eine normale, in so, oh Gott, in eine einfache Mission reingehen. Schaffen wir halt bestimmt. Ja, ich meine, wir sind ja jetzt noch nicht wirklich hier unter Stress, ganz ehrlich. Ja. Das passiert, wenn wir das Spiel raus haben. Du. Granaten. Keine Probe. Ja, wie heißen Proben auf Englisch? No samples. Dann verlierst du nie in den Augen, weil immer in die explosiven Eier die Pflanzen da reinrennt. Ich höre gerade Brummen, wo sind die? Dann Stürmer? Ich höre was Größeres. Du hörst immer Knochen oder so, ey. Ja. Ist das einer? Das, nee, das ist ein Kommandant. Das ist so ein Kommandant. Ja, der hat keinen Kopf mehr, der stirbt von alleine. Was macht ihr da? Wieder in Verstärkung rufen? Du hast keinen Kopf mehr. Der. Nee. Ha! Der Kopf, oh, da ist ein Schleicher. Oh Gott. Der hat mich durch die Gegend geboxt. Ja, das machen die. Oh Gott, mein Gott. Gatling-Geschütz ist gerade bereit. Sehr gut. Phoenix, geh weg von mir. Oh, jetzt hat er den Bach runter. Pass auf. Geh weg von mir. Warte, ich komm zu dir. Die Pirscher, die sind echt schlimm, ey. Die machen so viel Schaden, ey. Die boxen mich immer durch die Gegend, ey. Ja, ich weiß, ey. Die machen übelst viel Schaden. Also, ja, der ist in die Pflanze
komisch, diese Kristallpflanzen, gibt es die nicht normalerweise nur auf Eisplaneten? Weiß ich nicht. Die so leuchten, wenn man da reintritt hier. Die kann man aber endgültig loswerden. Wenn man die Nester von denen kaputt macht, kommen die nicht wieder. Die können nicht durch Bockausbrüche gespawnt werden. Die können nur durch die Nester kommen. Die Pärscher? Ja, die wir gerade da hatten. Die haben durch die Gegend gekommen. Da ist wieder einer. Aua. Wenn wir die Nester von denen kaputt machen, kommen die nicht mehr. Ja, boah. Warte. Ah, Probe. Ah, 3 Stück. Her damit. Jackpot. Also 3 Proben. Nicht 3 Stürme oder irgendwie so. Ja, ist ja schon klar, da kommen Gegner. Du hast keinen Kopf. Müssen wir die Nester von den Fischern finden, ey. Die sind ja nicht gleich das Problem. Positioniere Pit, nordöstlich, 100 Meter. Ah, Leute. Sehr schön, die kann man endgültig loswerden, ne? Nö. Was hat? Okay. Mann, ich hab hier nicht die einfach nur. Oh. Um zu gucken, was das ist. Alter. Lade mal! Was? Ich hab die Magazine leer! Magazin leer! Ah, ah, nein, oh. Da war ein Pirscher hinter mir. Hab mich geboxt. Ja, ich lande auf den. Pass auf. Wahrscheinlich nicht. Anfrage bestätigt. Verstärkung im Anmarsch. Bonk. Nein. Jetzt läuft alles. Da müssen natürlich unsere Pro-Meiser weg. Ah! 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 Alter, so viel wieder. Oh. Jetzt hat mich um 2 HP geheilt, ey. Ah, jetzt geht er wieder nicht von mir weg die ganze Zeit, ey. Oh, Metallleiter. Ich glaube, Metallleiter kann ihn nicht einholen. Ich auch nicht. Schieß auf seinen Hintern, ich schieß auf seinen Hintern, jawohl. Nein, da wollte ich gar nicht. Das ist die gleiche Waffe, sehr gut. Na, ich habe ihn getroffen, geh weg da. Mal. Hat er den wenigstens getötet? Hat er den wenigstens getötet? Nachladen. Leute, Leute, ganz ruhig, ganz ruhig. Was? Nein, er verfolgt mich. Gott, warum geht mir alles hier aus? Ja, ja. Ja, ich kann mich nicht heilen. Ja.
Boah. Anfrage bestätigt. Ja, das ist jetzt scheiße, ey. Schaffen wir jetzt wieder nicht mehr, fuck. Ach, und Gepäck. Die Kirsche, die sind ein Problem, ey. Guck meine Waffen. Fordere Unterstützungswaffe an! Ah, lass mich raus. Was? Ich war doch voll AP. Ey. Da ist schon wieder ein Pirscher hinter mir. Ja. Lauf nicht darüber hin ab und der schmeißt sich da runter. Ja, ich auch. Da müssen wir gleich noch mal rein. An. Ah, ich habe gerade meinen Raketenwerfer da irgendwo gespawnt. Ja, ich muss meine Sachen erstmal holen, ey. Spawnen, meine ich. Verstärkung ist unterwegs. Boah, jetzt geht doch mal weg von mir. Bereit zum Vorteil, da. Diese scheiß Kirsche, die nehmen wir auf den Keks. Nimm die scheiß Kanone auf, Mann. Ja, bitte Luft, da bin ich ja nicht ganz sein. Verdammt. Hinter uns ist noch ein Stürmer! Ja, super! Kurz nur! Hinter! Aller Eins muss weg und zum Schluss! Bitte geschützt! Boah, das schaffen wir schon wieder nicht mehr, fuck! Jetzt haben wir die ganzen Truppen verloren, ey! Ah! Geht der weg, Leute! Leute, geschützt, hau mich nicht kaputt! Ich bin schon auf dem Weg dahin. Ja, das ist das Problem. Kriegen wir die oder kriegen wir die nicht hin? Das ist meine Top-Priorität gerade. Ich muss dich mal leider allein lassen. Ich renne jetzt einfach dahin. Versuch die einzusammeln und dann hauen wir ab. Ich versuche meinen Rover, ja, das ist eine gute Idee. Ich versuche meinen Rover die ganze Zeit zu spawnen, aber da kriege ich nicht auf die Reihe. Und ich wüsste, wo die alle sind, ey. Dog, ich brauch dich. Wenn die mir gar nicht mehr angezeigt. Ja. So. Ich habe mein Gewehr. Oder ganz tief in der Scheiße, ey. So. Ich komm. So, ich habe mein Raketenwerfer wieder. Bin so. Sofort auf dem Weg. Ah, Perscha. Die machen so viel Schaden da. Ja, das meine ich. Nein, ich wollte keine Granate werfen. Ja, ich habe meine Granate an den angeheftet. Versuch damit mal wegzurennen. Ja, dann machen die, wenn die genug Schaden nehmen, machen die sich unsichtbar und hauen ab. Ja, aber nicht wenn die so ein Ding ja an sich kleben haben. Oh Gott, ich glaube, da war schon wieder einer. Ich habe nur noch ein Ding. So, wo sind unsere Proben? Da oben. Irgendwo. Dann sacken wir die kurz ein und dann gehen wir nach Hause. Feindliche Taktikausrüstung. Schick einen Laser rein! Ich glaube, ich habe das Nest der Pirscher gefunden.
Na ja, gut. Ja, ich krieg da nicht kaputt, ich hab keine Granaten, ey. Fuck. Ich hab die Proben, ich gehe schon mal Richtung Evakuierung. Ja, sehr, sehr gut. Also, du hast hier irgendwo Munition gespawnt, ne? Aber du weißt nicht wo, ne? Ja, ja. Sorry. Okay, Gatling-Geschütz auf perfektes Timing. Wir benötigen ein Geschütz! Ich habe die Proben. Ich gehe damit nach Hause. Geht weg von mir. Falls noch irgendwas anderes da hinten ist. Orbitalschlag. Feuert Orbitalsperrfeuer. Gebiet heute. Okay. Mal schauen, dass ich das Nest nicht kaputt machen kann, ey. Oder warte mal, ich bin so blöd, ey. Ja. Das ist wieder ein Fall für die Klapsmühle bei mir, ey. Oh, hinter mir ist ein Stürmer, hervorragend. Oh ja, da ist irgendwas Blaues auf der Karte, sehe ich. Ich hab's geschafft, den zu one-shotten, den Stürmer. Und da ist ein Kirscher, genau, den brauche ich jetzt hier. Also ich werde dich leider bei mir spawnen, wenn du verreckst, also. Alles klar, ich versuche mein letztes, Ah, Pirscher! Oh, sehr gut. Sehr gut. Freiheit. Das war nur ein Ding, die bringen 50 Erfahrungen, ey. Alter, eine Pirscher, ne? Du bist so ein Stück. Ich sehe dich. Ja. Warte. Ich war gerade ein Pirscher bei mir. Ich bin so blöd gewesen. Ich habe ja noch meine Quasarkanone gehabt. Ich hätte das Nest auch so kaputt machen können. Ja. Evakuierungsanfrage bestätigt. Oh Gott, ob du hast. Ob du halt rechtzeitig schaffst. Apersha. Du musst ja nicht sofort da rein. Oh Gott. Komm her, du blödes Ding. Oh Gott, ich bin gleich tot. Der blöde Apersha. Seine Apersha macht mich ja fertig. Mein Gott. Ich glaube nicht, dass ich das hier überlebe. Ich auch nicht. Ich habe keinen. Die kommen alle zu mir angesprungen, ey. Ich bin tot. Ich bin sowas von tot. Ich weiß nicht, wie man zu dir rüberkommt. Da ist ein riesiger Krater. Sterbt. Nee, das schaffen wir nicht. Dieser eine Pirsch macht mich ja fertig, ey. Ich versuche mich die ganze Zeit zu heilen. Die Demokratie ist geil, aber es nicht in Evakuierung. Oh Gott. Landung von Pelikan 1 abgebrochen. Steige wieder auf. Ja, okay, warte, das ist gar nicht mal so schlecht, dass der abgebrochen hat. Meine Güte. Oh, warte mal. Erfinde stärkere Waffen! Nee. Weil hier eine Stimme leicht ist. Ich bin die ganze Zeit von einem Pirscher die ganze Zeit erledigt. Ja, um mich so schnell, komme ich gar nicht rein. Dann bricht die ganze Zeit meine Heilung ab. Ja, das machen die. Warte, wenn der kommt, ne? Ich muss einfach nur eine Granate auf dem werfen. Die heftet dann an dem dran, dann stirbt er irgendwann. Ja, das ist sehr gut. Ich habe nämlich gar nichts mehr. Ich muss ihn gleich mal Nachschub rufen, ne? So, ist ehrlich gesagt nicht so schlecht. Meine Proben sind irgendwo da. Ich hab was. Warum wird mir eigentlich die wo steht eigentlich da? Ich wollte gerade sagen, warum wird mir nicht mehr angezeigt, wie viel Zeit wir noch haben? So, wo sind die Gegner? Hier waren gerade voll viele Gegner. So, wo sind meine Proben da? Ja, da hast du schon Nachschub gerufen, okay. Ja, ja, wollte ich eigentlich einsammeln, aber dann war ich tot. So, ruf mal das Ding nochmal. So, jetzt müssen wir nur überleben. Und da hinten kommen sie. Ja, bitte, Geschütz.
Da, ich meine. Gott. Alles, was du hast. Wir dürfen ja eigentlich keine Pirscher mehr kommen, ne? Wenn du jetzt das Ding kaputt gemacht hast, ne? Ja, wo ist er? Ja, ja. Ein Stück. Komm her, ein Stück. Oh mein Gott. Kann man loswerden, weil die können durch die Backhausbrüche können die nicht spawnen. Die kommen nur durch die ihre eigenen Nester. Na, wo kommt ihr weit? Ich hab meinen Adler bereit. Dahin kommen welche. Was ist das? Okay. Oh, sorry. Oder nicht direkt vor dir. Ja. So, noch 20 Sekunden überleben. Beziehungsweise ich, weil ich die ganzen Sachen habe. Ankunftszeit T-minus 10 Sekunden. Landezone räumen. Nimm das. Da hinten kommt Stürmer. Bis dahin sind wir schon voll weg. Nein, danke. Ach. Da gehe ich doch lieber nach Hause. Seifertsprung. Boah. Aber wir haben es geschafft. Ja. Gerade so. Boah. Aber ich habe schon 50 Gegner erledigt, aber ich glaube nicht. Muss ja dann auch mal holen den Orbitalschlag für die Medaillen. Ja, stimmt. Oh, sehr viel, ey. Ja, aber das kann nur Jahre, das kann nur Jahre dauern, bis ich die alle zusammen habe. Ja. Und Geld hast du ja locker wieder zusammen für den Orbitalschlag. Ja. Ja. Ora, ora. So. Wir haben heute viele. So, persönlich habe ich viel abgeschlossen. Okay. Okay. Anscheinend habe ich schon 50. Okay, sehr gut. Ja, geht ja schnell dann. Muss ich mir kein Geld ausgeben, hervorragend. Ja. Wer hat der für dich auch? Ja. Ja? Okay. Ja. Ich dachte, du musst auch. Oh, ich habe 60. Ich kann mein Schrotgewehr holen. Ausprobieren. Neues Schrotgewehr? Ja, ja, auf der achten Seite. Von deinem ersten oder von deinem. Von der normalen Kriegsleihe. Also, okay. Die Spray und Prey Breaker. Ah, ja, der Spatzen. Oh. Okay. Der Spatzen Schießer. Ist nur eine leichte Panzerdurchdringung, aber dafür habe ich andere Sachen. Ausprobieren. Ich meine, die Waffen durch sowieso alle holen, ne? Warum nicht, ne? Ja, das stimmt. Viper Commands. Wow. Wow. Da werden wir ausgeschissen. Wir werden abgetrieben, Daniel. Wir sind ungewünschte Kinder. Wir landen in das Klo des Terrors. Das war befreien müssen. Die Kloschüssel der Unterdrückung, die wir, indem wir die Spülung der Freiheit ziehen müssen. Deine Waffen töten keine Menschen, Menschen töten Menschen. Ich weiß nicht, ich finde, das hat gepasst, ey. Klingt wie so ein Satz aus Dragon Ball Bridge, ey.
Halt. Don't be silly, go on. Animals don't eat people. People eat animals. Ah ja, apropos neue Waffe. Die kann ich jetzt nicht bei einzeln nachladen. Jetzt muss ich wieder aufpassen. Gucken, ob das bald wird. So, dann habe ich wieder Auto und Halbauto. Da ist so ein Spucker, da ist so ein Spucker. Spucker. Also. Warte. Komm mal. Bin ich getötet? Ne. Ja, ich habe gesehen. Hab ihn schon gesehen. Ich sehe dich, ich sehe dich. So, ich habe ein bisschen auf den geballert, weil ich auf den getötet habe. Ja, der Schaden macht er auf jeden Fall. Ob der tot ist, ist eine andere Frage. Die sind ja nicht gepanzert, was ich da nicht wüsste. Das ist schon mal kein guter Anfang, ganz ehrlich. Wir haben sehr viele starke Gegner schon hier. Ja. Den Schaden von den Spuckern haben die auch reduziert, dass er nicht mehr one-shottet. Okay, sehr gut. Ah, da kommen sie. Hey, ich komm mal lieber zu dir. Wir müssen uns wieder. Oh, da ist der. Da ist. Geh weg von mir, Alter. Da ist der Flasher hinter mir schon wieder. Hier. So, komm mal her. Ich kann nicht doch bestimmt. Au! Ja, ich wurde nicht gewone-shottet. Kann confirm. Au! Ich glaube, Pierre hat mich gerade weggeschubst. Meine Schritt, komm mit. Markiere Position. Kann man die markieren oder so? Ich glaube nicht, ey. Das würde ich unsichtbar. Da kommt ein Stürmer. Da ist ein Stürmer. Aber er ist tot. Sehr gut. Jetzt habe ich schon den. Ja. Da ist noch ein Stürmer. Wir müssen auf diese scheiß Pierre schauen. Wir sind sowas von nervig, ey. Ja, jetzt habe ich nachgeladen. Au! Ein Rover. Oh gut, das Kanonengeschütz hier. So, was haben wir da? Der hat aber leider nicht den Stürmer im Visier. Warte mal. Ah, Pierscher hinter mir. Schwer. Okay, der ist tot. Ah, oh, da kommt der nächste von hinten und erledige ich mich. Ja, war gar kein war ein Speer. Auf den hatte ich zwar nicht gezählt, aber okay. Ah. Ich dachte, da waren Dings, ey. Anfrage bestätigt. Verstärkung im Anmarsch. Wo bist du? Was? Bereit für das Gleiche. Ah! Ah! Okay, ich kann super schnell mit dem Ding schießen. Das ist schon mal gut. Mein Leben für Übersorg! Aua! Wir haben hier ein großes Nest vor der Backe, ey. Ah. Ich muss erstmal mein Raketenwerfer und so weiter. Also. Ja. Gehen wir schon mal. Versuchen wir mal. Ich bin direkt hinter dir. Ey. Na, ich gehe nach links, du nach rechts. Alles klar. Rock aus dem Posten entdeckt. Komm direkt nach Vernichtung. Na, natürlich habe ich nicht getroffen. So, eins getroffen. Ich habe keine Granaten mehr. Da sind noch zwei Löcher. Ah, ja. Ah, ja, ich habe noch. Boah, ich vergesse das schon wieder. Ich habe mich mach mal das linke dann. Geh zu der rechte. Ah. Sehr gut. Hi. So. Die kommen wieder. Was so? Das ist ein Kirscher. Schwer, egal. Alter, wie viel hältst du aus? Ja, so viel aus. Ah. Also macht deine Waffe nicht so viel Schaden, ey. Ja, aber ich kann voll schnell damit ballern. Markiere Position.
sehe den nicht. Der ist gerade in so eine Pflanze gerannt. Ich glaube, ich war ein Stürmer. Oder? Nee, das ist so ein Kotzer. Und da ist ein Tischer. Aua! Ich habe keine Spritzen mehr. Wir müssen irgendwo hier weggehen, ganz ehrlich. Ja, Gott. Und Daniel ist tot. Ich wurde von dir erledigt, was? Ich hatte doch alles gemacht. Meine Drohne? Ich wurde irgendwie angekotzt, also. Da kann ich jetzt. Bestätigt. Verstärkung im Anmarsch. Hab ich das Ding getroffen? Ja. Ich hab das Nest habe ich nicht genommen, ich hab keine Granaten, ey. Ah, ja. Ah, was ist hier los? Aua, aua. Eliminiert von Darth Vegas. Da war dein Laser, glaube ich. Ich war voll überrannt, ey. Ich konnte da nichts machen, ey. Ich glaube, in einem Loch bin ich reingelandet. Ja, ah, ich weiß. Ich würde dir gerne helfen, aber ich hab grad alles auf Cooldown, ey. Vielleicht sollten wir hier weg, ganz ehrlich. Ich versuch's, aber ich werde die ganze Zeit umrannt, ey. Ich werde die ganze Zeit überrannt von allem, einfach allem. Ey, ich hab jetzt leider, also ich hab so gut wie keine Munition mehr und... Da ist schon wieder ein Tischer, geh weg von mir! Ich sehe immer vom Himmel schon den Laser deiner Drohne. Nein, Leute. Hörst du auf, mit mir mitzurennen, du Stück? Ich hasse es, wenn die das machen. Erstmal wieder fassen hier. Ja. Da war ein Tischer wieder dabei, den habe ich erwischt. Der war direkt neben dem Vieh. Leute. Out. Ich habe keine Spritzen mehr und bin so gut wie tot. Wir benötigen ein Geschütz. Ah. Da ist ein Tischer bei dir. Ah, ich hab's gesehen. Mal weg. Wo ist er? Wir können ja auch keinen Nachschub rufen, also wir sterben sowieso gleich hier wieder. Ach, okay, ich weiß nicht, ob wir hier so lange überleben können, bis das Ding droppt, ey. Oh, ich sehe da gerade was. Das könnte man kaputt machen. Ich weiß gar nicht, wie das aussieht, also. So. Das ist so ein großes Pilzding, da tut Sporen verteilen. Das ist, deshalb ist hier so eine beschissene Sicht, ey. Oh. Sporenspeier. Ja, so ein Symbol war auch gerade bei der letzten Mission, glaube ich. So. Guck mal, wie weit wir jetzt alles sehen können. Kennt euch eine Position. Alter, wir haben noch nie so eine gute Sicht gehabt, ey, Alter. Okay, Halleluja, ey. Jetzt kann ich mal wieder was sehen, ey. Ja. Und da kommen Spucker von hinten. Die Kleine. Und dein Geschütz ballert die weg, ey. Da steht doch. Geschütz unterwegs. Der kotzt in die falsche Richtung. Mein Gott, dein Geschütz da auch rein, ey. Ach nicht. Sag ich doch, das Ding ist gut, ey. Mein Gott. Das ballert alles weg. Stürmer, das haut rein. So, hier ist irgendwo noch eine Probe von uns. Ja. So. Ich weiß leider nicht, wo die Scheiße. Da ist ein Pärscher hinter dir. Oh Gott. Voll schwer. Nee. Du hast ihn. Er ist tot.
Das bringt nur leider nichts, weil immer wieder ist das Netz, das könnte, der von da gekommen ist, könnte das Netz da irgendwo sein. Ja, ja, da denke ich mir auch immer so. So, irgendwo soll ein Proben sein? Da kommt noch einer, da kommt noch ein Flasher. Ich hab den schon gesehen, der hat sich unsichtbar gemacht. So, okay, ja, eine Probe noch. Wer ist da? Ja! Ob der fertig? Du hast ihn markiert, sehr gut. Na gut. Nein. Nee, der ist abgehauen, ey. Boah, fuck. Lade nach! Ja, ich vergesse mal. Wo ist der Pisser? Da ist er, da ist er. Ah, geht den nicht. Da schwimmt eine Waffe in der Luft. Ja. Soll sich mal neu heilen oder was, wenn er abhaut? Hinter dir. Ich mach was Leichteres. Ja, ich hab's gesehen. Boah, hau nicht immer ab, du Mistvieh. Alter! Da ist noch einer hinter mir. Deine, pass auf! Alter, ich baller mein gesamtes Magazin. Und er ist tot. Ist hier irgendwo ein Nest? Scheint aber kein Nest zu sein. Wo kommen die denn dann her, die Pisser, ey? So, da kommt einer, da kommt einer, da kommt einer. Aua! Ja. Magazin leer. Aha. Er ist schon wieder abgehauen. Hey, Leute. Hier scheint aber kein Nest zu sein, ne? Ah, Taktik aus dem Garten hochladen. Ich warte. Aua, au! Was? Du blödes Viech! Alter! Gibt's doch einfach nicht. Wer hat denn solche dämliche Viecher erfunden, ey? Links von dir, links von dir! Ich weiß! Da hab ich bestell mal ab, wenn ich. Ey, diese blöden Viecher! Ich hab da mit den ab. Oh, ey, das Nest muss hier irgendwo sein. Hier sind ständig Pirscher, ey. Die kommen viel zu schnell. Oh. Ah! Ist hier irgendwo? Ich glaube von da, in der Mitte. Da ist so ein. So ein blödes Viech, Mann. Das ist doch lächerlich langsam. Da. Wollte schon sagen, das sah verdächtig aus. Ich dachte, wäre ein normales Loch nur die ganze. Oh mein Gott. Wollte schon sagen. Ich könnte hier vielleicht ein bisschen Hilfe gebrauchen. Ich komme. Ich bin hier gerade Garten am Hochladen hier. Oh Gott, ich habe keine Munition mehr. Mein Gott, ich kann einfach nur gedrückt halten bei dem Schrotgewehr. So. Na. Was? Ihr solltet doch gar nicht mehr zu sehen. Vielleicht gibt es noch ein Nest irgendwo. Wer weiß, wie viele Nester hier sind von denen. Wir benötigen ein Geschütz. Da haben wir geschafft. Ja. Vielleicht sollten wir jetzt mal, weil wir nicht die Hauptmission machen. Ja, ja. Oh, jetzt habe ich meine eigene Drohne getroffen, hervorragend. Nein. Mein Gott. Ich hab keine Spritzen mehr gehabt, ja. Von dir sind so viele Sachen irgendwie gekommen. Jetzt pass auf, gleich kommt bestimmt wieder voll von Pirscher, ey. Oh, so, wo sind meine Proben? Sollte ja eigentlich nicht mehr. Hier sind deine Proben. Sieht einfach aus wie so ein normales Loch irgendwie. Ja, die sehen aus wie normale Löcher, die haben keine
kein spezielles Aussehen. Markiere Karte. Nordwestlich. Nee, hier ist das. Ja, das sieht auch so aus. Ja. Ich habe jetzt immer ein bisschen hinten, guck ein bisschen nach hinten. Ja, ja, ne? Irgendwas hat sich da bewegt. Irgendwas hat sich da gerade bewegt. Aber ich weiß nicht, ob ich paranoid bin oder nicht. Sehr gut. Hier sind die Startcodes für die Rakete. Irgendwie wird jetzt nicht mehr die ganze Zeit angezeigt, die Zeit, wie viel noch haben wir. Ja. Ja, immer wenn man so ein so eine halbe Stunde oder irgendwie so alle 10 Minuten blinkt das immer auf, glaube ich. Wenn ich meine Karte öffne, dann wird das angezeigt, aber normalerweise wird der Timer immer so die ganze Zeit da oben angezeigt. Ja. Hier ist wieder so ein fetter Spucker, habe ich gesehen gehabt. Wo ist der? Den habe ich gerade gesehen. Auf der anderen Seite, okay. Ja, geht doch nicht auf den los. Mal sehen, oh. Ist da ein Stürmer da vorne? Kennzeichen der Position. Ja, der ist nordwestlich. Egal. Da, wieso Musik? Da kommt da. Autsch, der hinter uns. Die haben uns gesehen. Okay, den hätte ich auch einfach in den Kopf schießen können, aber so geht's auch. Ja, hab ich doch gemacht. Ja, wenn ich mit Raketenwerfer. Und ich habe so viel Munition, ich komme nie irgendwie dazu, die alle zu benutzen, also. Ja, das stimmt eigentlich. Im Gegensatz zu den Stürmern halten die nicht so viel aus. Wenn du denen in den Kopf schießt, sterben die eigentlich. So. Was ist das da? Vorräte. Ja, da steht wahrscheinlich Munition, ey, oder Spritzen. Ne, was das Viech da ist. Ja, ja, da sind wahrscheinlich Spritzen oder so. Auf den rechten. Ah. Oder auch nicht, ja, der hat sich hinter dem versteckt. Aua, aua. Warte mal. Boah. Ja, so geht's auch. Und Explosionshaft angeschossen. Hab ich gesehen, das ist cool. So, hier war eine Probe. Sehr gut. Hier sind Spritzen, falls du brauchst. Ja, aber ich hab maximale. Okay, aber oh, ich hab nur 3, sehe ich gerade. Okay. So, wir haben noch genug Zeit für die Mission. Also. Ja, ja. Oh, wir haben 7 Proben. Wie ist denn das passiert? Also weil das so stressig angefangen hat hier. Ja. Oh mein Gott. Also immer. Wir haben herausgefunden, wenn die Pirscher irgendwie rumlaufen, immer dahin gehen, wo die herkommen, nehme ich an. Ja, da sind die Nester. Auch. Die können ja nur aus ihren Nestern kommen, deshalb. Kann man die sofort zurückverfolgen, je nachdem aus welcher Richtung die gekommen sind. Ich nehme dann an, wenn wir einen von denen anschießen und die abhauen, dann geht der einfach komplett weg und da kommt der irgendwann wieder. Ich weiß nicht, ob ich heilen werde, das weiß ich nicht. Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Bis jetzt kam keine mehr. Ah, du Sack. Also was? Einfach mal. Warum nicht? Die leider nicht getötet. Oh, ein Nest habe ich sogar kaputt gemacht damit. Mein Adler vorhin. Aber wir sind Proben. Vor hier steht ein Geschütz. Aber. Boah, jetzt hätte der. Ja, mich hat der erledigt. Fast. Ein Geschütz? Mein Geschütz habe ich gerade getroffen. Ich bin das schon gewohnt. Mein Gott, ist das eine lange Kanone. Dieser riesig. 100 Meter. Passend für mich. Ja. Hatten wir überhaupt schon Stürmer in der Mission hier? Ah, ne, irgendwie nicht. Ne, ja, dafür hatten wir diese Kotzer. Ja, Spucker, ja. Da ist ein Spuck auf der linken Seite mit ein paar Gegnern. Ey. Wo genau? Noch nicht gesehen. Da. Hinter der Kiste, ja. Hey,
geht, ne? Oh Gott, hast du gerade versucht, das fast anzuschießen, du Blödvieh? Was zum Teufel? Die Granate von meiner Granatenpistole ist an den abgeprallt. Ja, wenn du zu nah dran bist, dann hört ihr auf. Ne, das kann passieren. Aber das ist nicht so. Du hast keinen Kopf mehr, geh dir völlig drauf. Alter, du bist tot. Meine Fresse, ey. Ich hasse das, wenn die das machen. Ich gehe ans Terminal. Oh, die Pfeile sind blau. So, 1, 9, 1, 7, 5. Da sind Gegner, aber. Okay, aber bei mir kommen welche. Wie wär's mit nein? So, warten. Sind aber keine Fischer mehr gekommen. Nee. Weil das Nest halt weg ist. Ich kann dir natürlich leider nicht sagen, wie viele Nester hier auf dem Planeten sind. Ob da immer nur eins ist oder mehrere, weiß ich nicht. Okay, den erledigen wir mal, bevor der mal zu nahe kommt. Ist ja irgendwo noch Proben. Einfach mal so gucken. No samples. Nö, ich finde nix. Boah. Okay, der wird bedankt. Meine Güte. Ich tu mal hier so ein bisschen in der Nähe rumlaufen. Und ich finde ja noch was Schönes. Nö. Irgendwann können wir uns schon aufteilen, dann können wir beide irgendwie gleichzeitig hier eine Mission machen. Genau. Einer startet die Mission, einer geht zu den Startcoins, einer wartet schon bei der Rakete. Ja. So, 7 Gegner getötet, 10 Gegner getötet damit. Was? Hey, du Stück. Natürlich lebt er noch. Freiheit! F, yeah! Oh mein Gott, ist das Ding noch explodiert, ey. Oder tot war er. Ich glaube, ich bald hat Schrotgewehr eine Weile. Okay. Der ballert so schnell. Muss ich ja nur bedenken, gegen die Roboter wird da nicht viel bringen, ne? Ja, ich weiß sowieso nicht, ob mein anderes Schrotgewehr es auch irgendwie gebracht hat. Sind irgendwie also mittlere Panzerung durchdringen. Ja, aber mit Leichte kannst du die auch töten, aber dann musst du genau den Kopf von denen treffen. Die sind irgendwie sowieso nicht einfacher geworden mit dem Gewehr, habe ich so Gefühl. Ich muss trotzdem immer noch voll den Kopf treffen, ey. Ich habe immer noch Probleme mit denen. Ja, weil das Ding nicht viel Schaden macht, ey. Gerade weil das mittlere Panzerung durchdrungen hat, macht das weniger Schaden als. Deswegen versuche ich lieber mehr Schüsse abzugeben, dann um meine Chance, den Stürmer den Kopf zu treffen. So.
Ja, wenn ich den Kopf treffe, dann klappt's doch. Ich habe mich die ganze Zeit immer auf den Hintern. Ich glaube, da ist aber noch einer. Ich glaube, ich habe noch einen gehört gerade. Ne, das ist da hinten. Oder? Ja, da. Ja, wenn ich mit dem Link, wenn ich mit dem Link treffe, ne? Ja, ja. Ist eigentlich geplant. Aber wir sind noch viele. Das war sehr gut. Schweres. Das war ein schweres, was? Aber nur zwei Stück. Ja, drei, wenn es hochkommt. Aber keine Proben mehr. Doch hier. Seltene Probe gesammelt. Ihr werdet uns niemals unser Leben diktieren. So, machen wir uns schon mal. Hier ist sowieso nichts mehr auf der Karte. Machen wir uns schon mal zur Überquerung. Also ich sehe nichts mehr auf der Karte. Wir waren sehr gründlich. Ist wahrscheinlich hier irgendwo in dem Gebiet hier, irgendwo hier oder so. Da ist wahrscheinlich noch der Rest und so. Na, Leute drehen gerade durch von der dritten Episode von Acolyte. Ja, ja, ich weiß gar nicht, worum es da geht irgendwie, aber ich höre immer nur, wie Leute sich irgendwie wie die Macht funktioniert oder irgendwie so, wurde jetzt irgendwie geredconnt oder so. Da ist so ein Club voller Hexen, die eine, die sind lesbisch, die zwei Anführerinnen. Ja, irgendwie sowas habe ich mir schon gedacht. Ich hab noch nichts davon gehört, aber ich wusste aus irgendeinem Grund, das hat irgendwie sowas damit zu tun. Ich weiß nicht wieso. Das hat nichts mit dem Machtproblem zu tun, sondern die hat anscheinend zwei Kinder erschaffen. Mit ihrer Hexenkraft hat die zwei Kinder erschaffen, die beide stark in der Macht sind. Ja. Und das ist halt ein großes Tabu, weißt du, weil Darth Plagueis hat ja den Legends auch versucht und der ist gescheitert. Ja. Und die Leute stört halt irgendwie dazu, zwei Nobody-Lesbien-Hexen, die in der Lage sind, Kinder zu kreieren, während Darth Plagueis das nicht schafft. Naja, die sind halt starke und unabhängige Frauen, ne? Wenn du was dagegen hast, dann bist du einfach nur sexistisch, ne? Das ist ganz einfach. Daniel, das ist die Schauspielerin, die das auch von sich gesagt hat. Mein Charakter ist sehr stark und emanzipiert. Das ist das sogar die das gesagt hat. Und außerdem, die reden von der Macht, als wäre das ein Faden, an dem man ziehen kann. So sehen die Macht. Ja, ja. Evakuierungsbereich zurück. Irgendwie glauben die Leute, das ruiniert die, Geburt von Anakin. Anakin wurde von der Macht geschaffen, die zwei schaffen das aber von alleine. Ja. Kinder zu kreieren. Das fanden die Leute nicht. Wir brauchen keine Männer, wir können Kinder kreieren. Aber guck mal hier. Ja. Oh, guck mal, wie viel Proben hier sind. Drei Stück. Ah, oh. Oh, nur drei Stück, ne? Dann hätten wir die Trophäe. Wo seid ihr alle? Warte mal, wenn ich das da oben platziere, ne? Wir benötigen ein Geschütz. Super. Falsche Stelle gelandet. Ups. Nicht meine Pistole, Mann. Ein Stück. Ah, der lebt noch.
Ah, Leute, geht weg, ich habe viele Proben. Nicht berühren, ich habe Proben. Oh, da ist er schon. Sehr gut. Nach Hause und eine Pause. Nach Hause und eine Pause. Nach Hause und eine Pause. Ah, der kommt auf unserem Pelikan. Boah. Jetzt müssen wir noch durch die Waschstraße fliegen, ey. Okay. Ah. Okay, das lief. Irgendwie. So. Oh, wir haben alles erledigt. War wirklich alles. Ja, komplett alles erledigt. Ja, ne? Nee, noch nie. Auch nicht bei einfachen. Ja, 12 Proben. Ja, ja. Ja, ich habe ja auch gesehen, aber auch nichts mal verkauft. Ja. So muss das. So. Und nicht anders. Okay. Ja,